Die Meisterehrung 2022. Eine Veranstaltung, mit der der SC Siebenstadt einfach mal Danke sagt. Danke für jahrzehntelange Vereinstreue, sportliche Errungenschaften, aber auch für das in jedem Verein so wichtige ehrenamtliche Engagement. Mit dabei waren auch prominente Gäste, unter anderem Spandaus Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner. Ja, die Veranstaltung hat mir ganz großartig gefallen. Sie war sehr lebendig und auch sehr authentisch. Und natürlich auch die Sportaufführungen selbst, die waren schon ganz groß. Die wohl emotionalste Auszeichnung des Tages war zu Ehren von Dr. Bodo Konter. Mit stehenden Ovationen wurde er für seine 80-jährige Vereinsmitgliedschaft beim SC Siebenstadt ausgezeichnet. Aber auch herausragende sportliche Leistungen wurden selbstverständlich gewürdigt. Einer von ihnen war der 11-jährige Gerrit Kamischke. Ausgezeichnet als Jugendsportler des Jahres für seine anhaltenden Leistungen im Bereich Schwimmen. Ein besonderes Augenmerk lag dieses Jahr auf dem ehrenamtlichen Engagement rund um den Verein. Und das in einer Zeit, in der dies nicht immer ganz einfach ist. Es wird nicht leicht und wird auch immer schwerer, zukünftig das Ehrenamt zu bekleiden, weil es gibt ja doch viele, viele Dinge, die dagegen sprechen, unter anderem Familie. Aber wir hier im Verein, und darauf können wir ganz stolz sein, dass wir ein derart großes Ehrenamt haben und auch pflegen. Ein Ehrenamt, das weit über vereinsinterne Verdienste hinausgeht. So wurden Regina Maas und Wolfgang Lankau für ihren unermüdlichen Einsatz für Geflüchtete aus der Ukraine ausgezeichnet. Zusammen mit dem SC Siebenstadt organisierten sie kostenlose sportliche Angebote, koordinierten Spendenaktionen und unterstützten die Einrichtung am Rohrdamm, wann immer es nötig war. Das ist eine schöne Ehre und macht uns auch sicherlich stolz. Wir hätten es auch sicherlich also aus unserer Einstellung heraus ohne Ehrung gemacht, weil uns das wirklich damals also auch eine Herzensangelegenheit war, da zu helfen. Ja, das ehrenamtliche Engagement ist eben auch sehr gut. Wir haben das jetzt heute gesehen in der ukrainischen Flüchtlingshilfe, aber auch ansonsten bietet er viel in der Jugendarbeit, was auch für den, ich glaube schon, das darf man sagen, für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig ist. Sportvereine sind eben mehr als nur ein Ort, um sich körperlich zu betätigen. Ein Grund mehr, dies bei der alljährlichen Meisterehrung des SC Siebenstadt hervorzuheben und zu würdigen.